Also ich hatte schon Befürchtungen, dass wenn ich hier mulche, dass das Unkraut nicht mehr vernünftig durchkommt, aber Gott sei Dank kommt es ganz normal weiterhin durch. Deswegen ist die Aufgabe heute Unkraut zupfen. Im Kleingarten aus Vertrauens der Parzelle 58 hat sich einiges getan. Schaut mal rein. Operation Schlotz aus dem Teich holen. Ja, ich könnte auch einen Kescher dafür nehmen, aber ich will gleichzeitig Wasser rausschöpfen, weil das Ding so voll ist. Und das kann ein Kescher nicht leisten. Aber jetzt mache ich es doch. Meine Ma hat mir die mitgebracht, zwei so kleine Häuschen mit Vogelfutter, und die werde ich jetzt mal anbringen. Kleber stört natürlich im Bild ein bisschen. Also vom Prinzip so als kleine Futterstelle, ich weiß nicht, ob es angenommen wird. Ich habe mir direkt die Gedanken gemacht, wenn das Glas mal leer ist, verkleide ich das hier innen mit Teichfolie, so dass es regendicht ist, und dann mache ich da einfach hier noch was vor und dann kommt da Körnerfutter rein, also lose. Zu all den anderen Vogelfutterstellen und Häusern, die ich noch bauen will in Zukunft. Auch Vogeltränke und sowas, das muss hier alle noch rein, das fehlt hier noch. Ja, das andere hängt jetzt da. Und auch hier stört der Aufkleber bei der Optik, aber das wird den Vögeln egal sein. Mal kicken, ob sie es annehmen.
Das Wetter im April ist ja echt wechselhaft, auch heute wieder. Aber jetzt gerade kommt es mir so richtig entgegen. Gerade noch Hagel und jetzt, ja, ich mache jetzt die kleinen Mini-Erdbeerbeete fertig. Und danach zupfe ich hier ein bisschen Unkraut, das ist ja nicht viel. Ja, macht Spaß, einfach mal Gartenarbeit. Gleich gibt es noch Erbsen. Zeit für die Erbsen. Neben der Erbse Wunder von Kelvedon probiere ich dieses Jahr auch diese und noch eine weitere Sorte. Die werde ich heute wahrscheinlich aber nicht mehr schaffen. Hier ins Hochbeet kommt auf jeden Fall jetzt mal diese Zuckererbsensorte, Sweet Horizon. Und hier werden jetzt die Feuerbohnen eingepflanzt. Natürlich eigenes Saatgut vom letzten Jahr. Hoffen wir, dass da was wächst. Letztes Jahr hat es hier im Schuppen sehr gut geklappt. Ich mache jetzt noch ein fixes Ranggitter für die weitere Erbsensorte, die ich dieses Jahr habe. Ich arbeite da jetzt einfach nur mit Resten. Das Ergebnis ist ja gar nicht mal so scheiße. So, jetzt kommt noch die weitere Erbsensorte rein, und zwar die Blau Sugar. Dabei. Das ist diese Grapefruit-Minze, die habe ich da jetzt gerade eingebuddelt. Die war vorher nämlich hier. Und hier habe ich jetzt noch ein Mini-Randkette angebracht, das ich ja noch hier rumliegen hatte. Da sind jetzt die Wunder von Kelvedon-Erbsen drin. Hier ja die die Sweet Horizon Zuckererbse. Und hier an diesem zusammengefuschten Gitter befinden sich jetzt die Blauschocker. Ich muss diese Pracht in diesem Licht noch mal eben einfangen. Das nicht stieke rausgeputzt jetzt. Ich habe gerade entdeckt, da hat sich jemand an der Jute vergangen. Oh hä, überall. Wahrscheinlich nehmen Vögel das jetzt als Nistmaterial. Okay. Timo baut hier einen Turm, und zwar einen ganz speziellen. Timo, erzähl doch mal.
Da kann man Erdbeeren drin pflanzen, hoffentlich hinterher. Ja. Für Timo das einzig wichtige Gartengut. Oder Ernährungsmaterial allgemein. Ja. Sehr gut. Und Lena buddelt schon Gräben für die Kartoffeln oder Dämme eher. Die kommen gleich in die Erde. Lena, was sind die Lilanen nochmal? Keine Ahnung. Achso. Aber muss man rausnehmen. Nimm eine raus, da steht der Name drunter. Okay. Oder? Was? Auf der Kartoffel? Oder wo? Nimm dich da. Achso, da. Blaue Schnecke? Blauer Schwede. Ach, Schwede, okay. Ja, cool. Die sehen schon echt cool aus. Das hier ist die Laura. Ah ja, die kennt man ja. Ja, und das ist die Goldmarie. Mhm. Ich habe noch Bamberger Hörnchen, die müssen auch dringend in die Erde. Der Teich wird jetzt gebaut, und zwar aus folgendem Grund. Der Teich von meinem Opa ist bereits abgebaut worden und wir übernehmen die ganzen Steine. Und da wir die jetzt hier halt rumliegen haben, macht es Sinn, den Teich jetzt zu starten. Sieht alles noch ein bisschen wild aus, aber das wird schon wieder. Abschluss April gibt es jetzt noch einen kleinen Gartenrundgang. Fangen wir direkt hier an. Also in der Kompostecke, in der ehemaligen, werdet ihr gleich sehen, da ist kein Kompost mehr. Sehr viel Erde ist jetzt da drin. Das soll jetzt nicht der neue Kompost sein, sondern es ist einfach so eine Weinkiste, die ich mit Teichfolie ausgekleidet habe. Da kommen noch ein paar Blümchen rein. Und hier, das wird jetzt so die Lagerecke, einmal für Steine, die man gerade nicht benötigt. Holz ist ja sowieso schon da gewesen. Und hier habe ich jetzt erstmal ein kleines Zweikammer-Kompostsystem hingebaut. Das ist jetzt die Kammer für dieses Jahr, die befüllt wird. Und hier, da noch nichts rein soll dieses Jahr, im besten Fall, habe ich jetzt erstmal einen grünen Abfallsack mit Unkraut. Da kommt das ganze Unkraut rein. Wenn der voll ist, wird er geleert. Ja, das ist jetzt erstmal der neue Kompost. Da werde ich sicherlich noch einen zweiten mit einem Zweikammersystem bauen, weil der jetzt wesentlich kleiner ist. Wenn man hier guckt, was sieht man da? Zeige ich euch gleich. Wir haben noch ein bisschen Unkraut gezupft. Die Beete sehen jetzt einigermaßen gut aus. Was heißt einigermaßen? So gut sahen die eigentlich noch nie aus. Alles blüht. Oder ist schon verblüht und in der Fruchtbildung. Einzige sind die Holunderbüsche, die, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da von Läusen befallen sind. Die habe ich schon mal abgespült und das werde ich wohl noch mal machen müssen, weil die Ameisen da eine ordentliche Zucht betreiben. Hier haben wir jetzt auch einen Blumenkasten mit, ich glaube, es waren Geranien. Ich weiß es gerade nicht genau. Diese Himbeere ist, glaube ich, tot. Das kann man jetzt mittlerweile sagen. Da kommt einfach gar nichts. Das sind die alten Triebe und ich dachte, das wäre so ein neuer. Und der hier. Aber da kommt nichts. Ich lasse ihn trotzdem noch mal stehen. Ja, auch hier mit dem Kompost, mit dem alten, sind jetzt die Gurkenkübel schon mal befüllt. Ist natürlich klar, dass jetzt hier ein Flugzeug rumfliegt. Also 3-4 dicke Bohnen kommen raus, die ich gepflanzt habe. Die Erbsen dafür umso besser, eine ordentliche Reihe, mit ein paar Lücken, aber bei direkt aus Saat passiert das eben. Da habe ich ja die Kartoffeln gepflanzt, da ist bisher noch nichts gekommen, wäre aber auch sehr früh, wenn da jetzt schon was wäre. Timos Erdbeerturm kann sich an sich sehen lassen, aber wir haben schon darüber diskutiert, wahrscheinlich hat er zu stark gedüngte Erde genommen. Die Erdbeeren lassen jetzt alle so ein bisschen die Köpfe hängen, aber die kommen bestimmt durch. Ja, bei Lena sieht man jetzt schon die Kartoffeln rauskommen.
glaube, in allen Löchern ist schon was. Da auch noch nicht, glaube ich. Da auch nicht. Aber in den ersten zwei. Also, das scheint schon mal was zu werden. Gehen wir mal zu meinem ganzen Stolz bisher. Also die Erdbeeren blühen schon, auch die Wilderdbeeren, die ich gepflanzt habe. Und ja, der Feldsalat, der eigentlich eher was für einen Herbst ist, kommt aber auch durch. Das scheint eine Erdbeere zu werden. Auch hier die Erbsen, die Zuckererbsen wachsen super. Von diesem Wunder von Kelvedon vom letzten Jahr ist bisher eine gekommen. Mal schauen. Ja, und hier die Radieschen, die Möhren, der Spinat. Das ist alles tipptopp, aber wahrscheinlich alles viel zu eng gesät. Gerade bei den Möhren weiß ich nicht. Da muss ich mich nochmal informieren, inwiefern ich da jetzt ausdünnen muss. Ich glaube, neu einsetzen braucht man nicht bei Möhren, habe ich schon mal gelesen. Das vertragen die in der Regel nicht. Aber da gucke ich nochmal genau. Hier jetzt eine der großen Veränderungen. Da haben wir nochmal ein komplettes Beet ausgehoben. Lena hat sich noch ein zweites Gewächshaus geholt, das kommt dahin. So ein Foliengewächshaus nochmal. Und dann wird der Bereich hier auch nochmal abgezäunt. Und dann macht die sich hier noch ein Beet. Aber was dahin kommt, weiß ich noch nicht. Auch das Beet hier, die Pfefferminze, die geht sehr gut an. Auch so die gepflanzten Sachen, diese Stauden, die neuen, die wachsen jetzt alle. Auch die Gräser. Wenn man genau hinguckt, werden schon grün. Das kommt alles echt gut durch. Da die Feuerlilien von meinem Opa. Hier habe ich jetzt die Weintraube hingepflanzt, weil die nochmal wieder weichen musste. Oben treibt sie aus und die hat es echt nicht leicht in ihrem Kleingartenleben hier bisher. Ja, und jetzt kommen die größeren Veränderungen. Man sieht schon, da sind auf einmal schwere Steine. Und ja, hier sind ganz neue Beete entstanden. Da ist noch eine große Steinplatte, die noch Verwendung finden wird. Hier habe ich Lavendel eingepflanzt. Ich zeige es gleich nochmal von der anderen Seite. Und auch hier ist ein riesen Beet entstanden. Da ist übrigens Zitronenmelisse, die ich letztes Jahr im Beet angepflanzt hatte und die dann irgendwie über den Winter abgestorben ist und ja, die treibt gut wieder aus, die habe ich jetzt nur versetzt. Ja, und da sieht man schon, hier entsteht oder ist entstanden ein Teich. Der ist noch nicht fertig, aber ich finde, der sieht wunderschön aus. Natürlich muss die Folie noch überall verschwinden. Hinten sollen natürlich überall noch Blumen gepflanzt werden. Nach da habe ich nur gekiest und da habe ich Folie nach hinten an den Zaun gelehnt, dass da nichts verschimmelt. Und hier soll ein kleiner Bachlauf entstehen. Und es wird ein Naturteich. Da kommen nicht die Standard-Goldfische rein, sondern da wird man einfach gucken, was von selbst reinkriegt. Da sollen auch noch mehr Pflanzen. Ich möchte gerne Wasserpest und sowas hier noch vor die Töpfe setzen. Weiter, also tiefer, damit man die Töpfe nicht mehr so sieht. Das ist schon krass, wie klar das Wasser ist. Ich glaube, das wird richtig, richtig schön hier alles. Da drin ist bisher, ja, Sonnenblumen und sowas habe ich. Oh, da sehe ich jetzt im Topf ganz hinten. Da hat sich jetzt das erste Sonnenblümchen direkt den Kopf raus. Ansonsten da hinten, das ist Kopfsalat. Und natürlich Unkräuter. Nächstes Jahr mulche ich nicht nur, sondern ich fließe auch. Also mal gucken, ob ich da noch Mulchfließ drunter klatsche. Wobei, so sehr stört mich das bisschen jetzt nicht. Also die Arbeit hält sich echt in Grenzen mit dem Mulchen, mit dem Unkrautzupfen. Mit einer Stunde Unkrautzupfen, einmal die Woche, bin ich hier echt bisher gut durch. Wobei ich da noch die Steinplatten nicht mitgerechnet habe. Ich weiß gar nicht, was das war. Das war am Kompost. Ist das Vergissmeinnicht oder so? Ich weiß es gerade nicht genau. Naja, auf jeden Fall. Ich habe nicht mehr genug Steine übrig, da soll eigentlich nochmal auf Dauer dann eine komplette Umreihung entstehen, auch hier. Und hier haben wir jetzt endlich, damit da nicht mehr immer wieder Sachen abgestellt werden, Rasen gesät, deswegen auch ein bisschen abgesperrt. Ja, und da ist die nächste große Veränderung, die leider im Entstehungsprozess nicht gefilmt wurde. So eine große Trockenmauer habe ich da jetzt mit den restlichen Steinplatten hingebaut,
in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal Eidechsen auf die Idee kommen, sich hier anzusiedeln. Ja, und hier habe ich mir jetzt noch ein Beet gebaut. Ich denke, da haue ich dieses Jahr meine Physalis alle hin, weil da auch den ganzen Tag die Sonne hinknallt. Und da habe ich eine kleine Wildblumenwiese angelegt, eine weitere. Außerdem habe ich hier eine Regenrinne installiert. Wurde ja auch mal Zeit. So habe ich ganz vergessen. Von hier sieht man es vielleicht am Gewächshaus. Fingerweg habe ich auch eine installiert. Wobei die noch kein Ableitungsrohr hat zu irgendeiner Tonne. Ja. Sieht noch ein bisschen vor allem rechts nach Baustelle aus. Aber ich glaube, man kann echt wohl sehen, wo das mal hingehen könnte. Also ich persönlich bin begeistert. Ich zeige euch auch das hier nochmal von vorne. Ich gehe einfach mal in den verbotenen Bereich. Mir gefällt es sehr gut. Ja, und bei der Blumenwiese muss ich jetzt gut aufpassen. Da kommt überall was raus, allerdings kommen auch viele Gräser noch raus. Das nervt mich ein bisschen. Aber gut, da muss man mal gucken. Ja, die Vögel haben von dem Topf das Vlies wirklich komplett zerfressen und als Nistmaterial benutzt. Ich habe den Rest jetzt einfach hier in den Baum gehangen. Der Topf kommt weg, ich hebe es auf, da ist jetzt dieser graue. Und da oben im Vogelhaus ist definitiv ein Vögelchen drin. Und hier haben wir den Waldmeister, der schon schön blüht. Also ich glaube, der kommt da zurecht. Also die Pflanze ist definitiv größer geworden. Auch die Brennnesseln kommen wie verrückt durch. Da muss ich jetzt bald wieder ran. Wobei, stellenweise will ich es ja stehen lassen. Und auch für Jauche verwenden. Aber es soll nicht wieder alles zuwachsen. Das war der Gartenrundgang April. Jetzt geht es in den Mai hinein. Und es ist viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ciao.